Wie oft sagst du zu dir selbst, ich will reich sein oder ich will glücklich sein? Wahrscheinlich nicht allzu oft, oder? Warum eigentlich nicht? Bist du etwa schon reich und glücklich? Wenn nein, dann gibt es offensichtlich noch etwas in deinem Leben, was dir fehlt. In diesem Podcast werden wir uns damit beschäftigen, welche neuen Hindernisse auf dem Weg zur Fülle stehen können und wie du sie überwinden kannst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Mir ist es wichtig, dass du weißt, dass alles schon in dir vorhanden ist, was du brauchst, um wirklich reich und glücklich zu sein. Damit meine ich reich auf allen Ebenen. Und ich möchte dir helfen, genau das zu erkennen und in deinem Leben umzusetzen. Also frage ich dich, bist du nun bereit für deine persönliche Erfolgsgeschichte? Dann lass uns jetzt gleich beginnen. Die erste Blockade, die dich daran hindert, in die Fülle zu kommen, ist dein Bewusstsein. Was, sagst du jetzt, Bewusstsein? Das kann doch nicht sein. Aber es ist tatsächlich so. Kennst du wirklich deine Wünsche und Bedürfnisse? Bist du dir bewusst, was du tatsächlich willst? Wenn nicht, dann ist es an der Zeit, darüber nachzudenken und dir bewusst zu machen, was du dir wirklich wünschst. Ein bewusster Mensch ist ein mächtiger Mensch. Bist du bereit, dich selbst zu ermächtigen? Dann beginne jetzt gleich darüber nachzudenken, was deine tiefsten Wünsche sind und formuliere sie bitte sehr exakt. Das ist ganz wichtig. Die zweite Blockade ist die Wertschätzung. Schätzt du dich selbst oder stellst du dich meistens unter den Scheffel oder lieber hinten an? Unterschätzt du deinen Wert? Bist du dir wirklich bewusst, dass du ein wundervoller Mensch bist? Bist du dir bewusst, dass du alles, was du tust, dass das richtig und gut ist und immer einen bestimmten Sinn hat? Wenn nicht, dann ist es jetzt an der Zeit, dies zu erkennen. Bist du dir bewusst, wie wertvoll und einzigartig du bist? Wenn nicht, dann ist es jetzt an der Zeit, deine Selbstwertschätzung zu stärken. Stell dir doch einmal diese Frage: Bist du wirklich bereit, dich selbst zu lieben und zu respektieren? Dann beginne die Dinge, wo die Wertschätzung fehlt, liebevoll zu umarmen. So wächst deine Wertschätzung und die Blockade vergeht nach und nach. Die dritte Blockade ist die Spiritualität. Jetzt sagst du vielleicht wieder, was? Das kann doch nicht sein. Ja, aber doch, denn ich frage dich, bist du mit deiner Seele verbunden? Bist du dir bewusst, dass du ein unendlich spirituelles Wesen bist? Wenn nicht, dann ist es an der Zeit, dich mit deiner Seele zu verbinden und in Kontakt mit deinem höheren Selbst zu treten. Bist du bereit, dich selbst zu erkennen und zu lieben? Hab doch einfach den Mut, zu deiner Seele zu sprechen. Sie wartet auf dich. Sie wird dich gerne liebevoll unterstützen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann bete einfach zu deiner Seele. Sie wird dir zuhören und die Verbindung wird sich stärken. Die vierte Blockade ist die Angst. Bist du dir bewusst, dass Angst eigentlich nur ein Gefühl ist? Ein Gefühl, was du dir meistens selbst kreiert hast. Geh doch jetzt einmal in dich und suche nach den Ursachen für deine Angst. Warum hast du sie erschaffen? Stell dir diese Frage. Brauchst du Angst, um zu leben oder nicht? Vertraust du dir selbst nicht mehr? Kann das sein? Sei dir bewusst, dass Angst nur ein kleiner Teil von dir ist und überhaupt nicht so wichtig ist, wie es scheint. Sei dir auch bewusst, dass du Angst genauso, wie du sie erschaffen hast, auch wieder löschen könntest.
Es ist nur eine Entscheidung in deinem Kopf. Und vielleicht erkennst du, dass es jetzt an der Zeit ist, mit deiner Angst zu arbeiten und sie einfach zu transformieren. Erkenne, dass du bereit bist, dein Leben selbst zu bestimmen, ohne Angst. Und beginn jetzt gleich. Du hast die Kraft dazu. Die fünfte Blockade ist der Mangel. Bist du dir bewusst, dass Mangel eine Einstellung ist? Und dass Mangel eine Entscheidung ist, die du selbst triffst? Wenn nicht, dann ist es an der Zeit, mit deinem Mangel zu arbeiten und ihn zu transformieren. Erkenne für dich, wo du im Mangel bist. Denn sobald du es erkennst, kannst du es selbst lösen. Manchmal versteckt sich der Mangel in einem kleinen Wort, wie zum Beispiel Nein, das kann ich nicht. Bist du bereit, deinen Mangel zu transformieren? Bist du bereit, dich selbst reich und glücklich zu fühlen? Dann beginne jetzt gleich daran zu arbeiten. Denn sobald du dich reich und glücklich fühlst und sobald du dies wirklich fühlst, wirst du die Fülle anziehen. Die sechste Blockade ist die Unzufriedenheit. Bist du dir bewusst, dass Unzufriedenheit nur ein Gefühl ist, das du vielleicht selbst erschaffen hast? Bist du dir bewusst, dass Unzufriedenheit nur dann entsteht, wenn du etwas negativ bewertest, eine Situation oder ein Gefühl? Wenn nicht, dann ist es jetzt an der Zeit, mit deiner Unzufriedenheit zu arbeiten und sie zu transformieren. Schaue dazu einfach deine Bewertungen an und versuche, neutral zu sein. Das wird dir helfen. Sobald du bereit bist, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, ohne dich darüber aufzuregen, dich zu ärgern, ohne sie zu bewerten, wirst du die Fülle anziehen. Die siebte Blockade ist die Schuld. Bist du dir bewusst, dass es Schuld eigentlich gar nicht gibt? Dass Schuld nur ein Gefühl ist, was dich schwach macht? Bist du dir bewusst, dass Schuld nur entsteht, wenn du meinst, und ich meine wirklich dich ganz allein, dass du etwas falsch gemacht hast? Dass Schuld nur aus einer negativen Bewertung über dich selbst entsteht? Dass im Grunde genommen deine eigene Einstellung dich für schuldig fühlen lässt? Wenn nicht, dann ist es an der Zeit, mit deiner Schuld zu arbeiten und sie zu transformieren. Stell dir dazu diese Fragen. Bist du bereit anzuerkennen, dass es keine Schuld gibt? Weißt du, dass niemand eine Schuld für dich trägt, außer du selbst? Dass du für das, was du tust, die Verantwortung trägst? Bist du bereit, dies zu akzeptieren? Und bist du auch bereit, dein Leben in voller Verantwortung zu gehen? Dann wirst du die Fülle anziehen. Die achte Blockade ist die Bewertung. Bist du dir bewusst, dass du mit einer Bewertung in das Mangeldenken kommen kannst? Bist du dir bewusst, dass Bewertungen nicht echt sind? Bist du dir bewusst, dass Bewertungen dich nur blockieren können, wenn sie zu hoch sind? Wenn du dir vielleicht zu viel abverlangst und dann bewertest, es negativ bewertest, wenn du etwas nicht erreicht hast? Stell dir vor, du würdest es einfach nicht bewerten, dann würde dieses Gefühl nicht mehr so schlimm sein. Überprüfe für dich, wie es sich anfühlt. Und sei dir sicher, jetzt ist es an der Zeit, an deiner Bewertungsfreiheit zu arbeiten und sie loszulassen. Stell dir die Frage,
Ob du jetzt bereit bist, neutral zu sein und die Menschen und die Dinge, die so passieren, zu akzeptieren, wie sie sind, ohne sie zu bewerten. In diesem Moment wirst du die Fülle anziehen. Die neunte Blockade ist die Enge. Bist du dir bewusst, dass Enge nur ein Gefühl ist? Auch ein Gefühl, das du dir wieder selbst gemacht hast? Bist du dir bewusst, dass Enge dich einschränken kann, wenn sie zu hoch ist? Dass Enge dich blockieren kann und du keinen Raum mehr für die Fülle hast, wenn du Enge zulässt? Suche in deinem Leben, wo du dich einengst und verändere dies sofort, auch gedanklich. Die geistige Welt sagt immer, alles ist grenzenlos. Warum engst du dich ein? Enge macht unglücklich und krank. Bist du bereit, dich selbst zu befreien? Bist du bereit für mehr Fülle in deinem Leben? Dann beginne jetzt gleich, dich selbst zu entspannen und mehr Raum für dich zu schaffen. Schaffe dir mehr Freiraum und erkenne die Grenzenlosigkeit deiner Gedanken, deines Seins, deiner Liebe. Dann wirst du sofort die neue Freiheit spüren und die Fülle anziehen. Meine Lieben, das waren nun die neun Blockaden, welche Fülle blockieren können. Wenn du immer noch unsicher bist, welche Punkte auf dich zutreffen, dann hör dir am besten alles noch einmal an und erkenne, wo du etwas ändern kannst. Du musst auch nicht sofort alles auf einmal ändern. Beginne Schritt für Schritt. Denn sobald du dir deiner Schwächen bewusst bist, wirst du sie lösen können. Und dein Leben wird dadurch glücklicher werden. Die Fülle wird automatisch auf allen Ebenen zu dir kommen. Bitte teile diesen Podcast, damit sich die Fülle für andere Menschen auf der Erde ausdehnen kann, damit andere Menschen auch von diesen Worten profitieren können. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tue es jetzt, damit du weiterhin viele schöne Podcasts von mir bekommst. Like dieses Video und teile es. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich umarme dich voller Liebe und bis bald, deine Smarana.